Ich habe mir schon mal die Aufnahme angemacht, wenn ich das Replay in den Ordner schmeiße. Und jetzt wiederholen wir nochmal, was du gesagt hast. Gunis kennt jeder, ist in Ordnung. Und Rambo 1 kennt keiner. Oder was war das gerade? Ist kein Klassiker. Goonies ist ein Klassiker, den kennt jeder. Rambo 1 halt eben nicht. Genau, das ist Weil so sonst würde ich den ja verquert. kennen. Sonst würde ich Ja, den ja kennen. offensichtlich, offensichtlich. Ich kann wirklich nur sagen, manche Filme muss man echt nicht gucken, aber also zum Beispiel, wenn du Transformers 1 nicht guckst, das kratzt halt keinen die Bohne, ja? Oder die neuen Star Wars-Filme muss man komplett nicht gucken. Aber Rambo 1, ich weiß halt nicht. Meinetwegen auch Predator 1, ja, der, wo die ganze andere Scheiße nachher herauskam, die keinen Sinn macht. Das sind so Filme, die sollte man, also die, ich finde die irgendwie kultig. Ich möchte jetzt auch nicht die Brücken am Quai unbedingt gucken wollen, ja, es gibt auch Grenzen, aber so manche Filme, da gucke ich erstmal ein Ja, Bild. es gibt auch noch einige Klassiker, die ich auch noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel Scarface habe ich glaube ich noch nicht gesehen, Godfather habe ich noch nicht gesehen. Habe ich mir auch Ah, ich mag keine aber stark Gangsterfilme. vorgenommen, die mir irgendwann nachzuholen. Aber ja, da gibt es halt True. einige. Aber Rambo zähle ich nicht dazu. Rambo werde ich, glaube ich, nie schauen. So, Bildschirm übertragen oder wie ging das nochmal? Ach genau, jetzt kann ich das anklicken. Ja, die Zuschauer wissen das gar nicht, ich übertrage jetzt hier live. Das heißt, der Kakando kann das quasi auch sehen, was wir hier aufnehmen. So, jetzt müsste das, glaube ich, auf beiden sein. Jetzt kann ich das laden. Jo, jetzt sehe ich's. Also, dein erster Gegner habe ich schon geschrieben, ne? Wehrmacht 700 irgendwas, Ranking. Das ist Ja, hab ich schon. mit gutes Mittelfeld, glaube ich, inzwischen. Denkst du, dass ich da den Hauch einer Chance habe? Beziehungsweise, wann Ja, ist das klar, denn ich sag doch, überhaupt? also 700, wie gesagt, na, wann immer wir das machen wollen. Die haben ja gefragt, ob wir ein Turnier organisieren wollen irgendwann mal. Und das kann man ja dann machen. Man könnte aber auch schon so Freundschaftsspiele eigentlich machen. Ja, So, ich denke habe das ich jetzt hier auch. am Laufen, du müsstest das sehen, oder? Naja, ich sehe das. Okidoki, das Haben können wir wir nachher aber, machen. haben wir denn ein gutes Gleichgewicht eigentlich zwischen Alice und Axen? Ja, ich kenne mich mit 1 gegen 1 so nicht aus, aber ich denke, alles geht halt. In 2 gegen 2 ist halt doppelt Wehrmacht sehr schwach zum Beispiel. Aber du spielst ja ein 1 gegen 1, dann sollte eigentlich alles gehen. Ja, mal ein bisschen schneller, da passiert ja glaube ich noch nicht viel. Cupping Du Order. kannst mir schon mal, du kannst mal schon mal so ein bisschen die Karte erklären, weil die habe ich da zum ersten Mal gespielt. Also was ich immer machen würde, ich mache mal hier den Fog of War. Ich würde immer hier oben, wo ich jetzt gerade bin, hingehen und lauschen, ob der hier ein Draht zieht. Das hörst du, wenn er jetzt einen ziehen würde. Wenn er keinen zieht, kannst du es halt kappen. Wenn er es zieht, dann musst du halt die erste hinstellen und dann aufschneiden und dann da reingehen. Sonst läuft es halt ins MG. Ihr zieht sonst hier so ein Draht rum und läuft dann das MG da hinten. Aber das mit dem Geräusch, das weißt du ja. Ich habe noch kein Headset fürs für den PC, so. Also wenn du das ohne Ich Ton würde. machst, dann hast du ein echtes Problem. Ja, aktuell mache ich es noch ohne Ton. Also Deswegen mein habe ich auch immer das Klicken nicht gehört. Aber ich wusste auch nicht, wie man das einfach umgehen kann. Ich dachte, Okidoki. die sterben da immer. Also was ich machen würde bei jeder Map, wäre eigentlich, ich würde immer dahin gehen, wo ich denke, dass der Wehrmachtler mit höchster Wahrscheinlichkeit hingeht. Und bei der Map ist das höchstwahrscheinlich die Mitte, weil dieser Punkt hier vorne, der cuttet halt alle Ressourcen von links nach rechts. Ne? Also alles, was er hier cutten würde, der Wehrmachtler, cuttest du, wenn du den Punkt eroberst. Und den Punkt eroberst du, wenn du in die Mitte am Anfang gehst. Also Mitte Okay. ist halt der allerbeste Punkt, ne? Da würde ich mal hingehen. Okay. Du musst nur aufpassen, wenn du erst im G läufst, weil wenn du jetzt hier bist, dann kann halt da schon im G auf dich ballern, ne? Wo auch immer Das ist mir der schon seine auch Einheiten aufgefallen. hat. Der hat das MG ins Haus gesetzt da oben. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Du musst nur gucken, wenn du zum MG zulaufen möchtest. Das ist ein sehr langer Weg, also das wäre jetzt keine gute Idee. Besser wäre Ich halt einen weiß gar anderen nicht Pew zu mehr. suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich im Early- und Mid-Game gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass das Late-Game so ist, wie es nun mal aussieht dann. Also hier darfst du zum Beispiel auf gar keinen Fall kappen, weil er sieht dich ja und du weißt ja jetzt, hier unten ist eine zweite Einheit, ne? Du musst erwarten, dass jetzt hier auch die zweite des Wehrmachtlers kommt. Wenn du hier kappst, hat er sogar Sicht. Dass er dich nicht pinnen will, das versteht nur der liebe Gott, aber normalerweise hätte ich jetzt gepinnt, du wirst runter von der Map. Also niemals unter Sicht Okay. kappen, so. Nicht an der gegnerischen Basis, der wäre sofort gepinnt worden normalerweise. Ich weiß nicht, was der da oben Okay. spielt, keine Ahnung, warum der den da reinsetzt. Setzt das andere wahrscheinlich ins andere Haus oder so, genau. Voll geil, wenn du die Map kappen tust. Ja, keine Ahnung, was hier sein Plan ist. So, was du jetzt auf jeden Fall machen kannst, ist, du kannst überlegen, das eine oder das andere G kaputt zu machen. Ich würde auf den dritten Rifle warten und dann die Nade machen. Du weißt jetzt, der hat zwei MGs, ne? Und wenn du jetzt die Granate taggst, kannst du die halt einfach auslöschen ohne Probleme. Der Pin war, glaube ich, unnötig, oder? Ja, ich wusste auch nicht, wieso der da auf mich Sicht hatte. Wegen dem Punkt hier. Der schafft Sicht, Hat also. der. Wie viel Reichweite gibt denn so ein Punkt an Sicht?
So sieht das Nur in aus. seinem. Ah, okay. Und das ist der Gegnersicht. Also, er sieht man jetzt ein bisschen schlecht, wie man denkt, man hat überall Sicht, aber auf jeden Fall sieht man da fast alles. Plus er ist im Haus. Das Haus alleine schafft halt Sicht bis da oben. Guck mal hier. Wenn er aus dem Haus rausgeht, hat Naja. er. Ja, da hat er eigentlich gar keine Sicht mehr. Aber das Haus Okay. selbst hat die Sicht geschaffen, hauptsächlich. Ja, mit Reichweiten tue ich mir noch ein bisschen schwer. Das Problem ist halt jetzt, der Rifle, der jetzt nach Hause gehen musste, der fehlt dir halt, wenn du jetzt zum Beispiel die Nate, genau, du machst jetzt die Nate, ne? Aber den Rifle müsstest du halt noch reinforcen und in Stellung bringen. Ist die Frage, ob das halt vom Timing hingeht. 12 Wochen, geht der nach Hause? Ich glaube, der wird oben gepennt. Nee, der wird auch unten gepennt. Ich wollte den flanken. Okay. Also der darf natürlich jetzt nicht kämpfen, weil der ist ja vollständig alleine, ne? In so einer Situation ist immer ganz gut, irgendwie sich zu verstecken und zu verhindern, dass der Gegner noch mehr Stellung macht, eine Mine legt oder so. Einfach auf Verstärkung warten. Ja, bei der Map übrigens, du gehst jetzt in die Mitte, das kann man zwar aggressiv machen, aber du hast jetzt jeden Kampf da verloren. Du kannst bei der Map auch einfach in die Seiten gehen, weil du jeden Kampf automatisch eigentlich gewinnst mit den Rifles. Weil der Gegner kappt halt jetzt gute Ressourcen hier in den Seiten, ne? Also in den da oben zum Beispiel kappst, verliert er alle Ressourcen, die hier gekappt hat, dann war alles umsonst für ihn. Aber wo ist denn da die Wehrmachtbasis? Ist die da nicht neben dem Fuel? Hier oben ist sie. Ja, genau Genau, da, ja, aber das MG hier, guck mal, das hat nur bis hier ja. Achso. Reichweite. Weswegen die meisten auch eben hier einen Okay. Draht ziehen, damit du eben ins MG läufst, wenn du es kappen willst, aber hat er ja nicht gemacht. Ja, das ist die Karte. Naja, okay, dann kenne ich die Karte doch ein bisschen. Ich habe mich am Anfang immer verirrt bei den Karten, ich weiß noch genau. Bei der Rain habe ich gar keine Straßenkreuzung gefunden am Anfang, ich fand das furchtbar. Dauert ein Ja, ich kenne mich bisschen. auch noch mit den Namen noch nicht so aus. Ich weiß jetzt, glaube ich, was Langres und was Engovil ist, aber den Rest, naja, das ist noch so schwierig. Bei sowas muss immer ein Nahkampf gehen, er will das auf jeden Fall dann zu Ende kappen. Das Problem ist jetzt, wenn er es richtig spielen würde, würde er sich in die Deckung stellen und würde den Kampf automatisch gewinnen, ne? Der jetzt in beiden Kappen reinlaufen müssen. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Der will in das Haus da. Aus den Häusern schießen immer nur so viele Leute raus, wie auch im Fenster sind, ne? Also da kannst du ihn jetzt locker besiegen. Wäre hier hingegangen, hätte er gewonnen. Ja, das mit den Häusern, das habe ich auch schon ganz gut angewandt in einem Replay, also in einem Spiel, das ging glaube ich 5 Minuten, weil er mich da mit Armored Cars überrollt hat, aber da habe ich das mit den Häusern eigentlich versucht, so gut zu machen, wie es ging. Die Mine würde ich jetzt vielleicht nicht legen, weil du willst ja eigentlich einen Gegner angreifen mit der Map Control. Das ist so defensiv. Es kostet nachher eine Granate oder einen Flammenwerfer oder so, ne? Plus die Mine würde ich, wenn, Ja. hier vorne auch hinlegen. Weil hier läuft er wahrscheinlich die ganze Zeit dran vorbei. Und jetzt hast du halt das Problem. Du hast halt jetzt hochgetaggt und hast hier zwei Rifles und da unten zwei Rifles, ne? Und das hätte ein Flammenwerfer oder irgendwas sein können. Da kann man nur recht wenig machen, wenn man sich so aufstellt. Immer die Rifles zusammen bewegen. Also hier ist halt ein Fluss und hier ist der zweite Fluss zwischen dir und deinen Rifles, ne? Also viel näher zusammenbringen, die Jungs. Ja, Wäre durch warte die ich auch Mine drauf. gelaufen. Okay. Aber Was berücksichtigen die ja meintest du kaum nochmal? Schaden. Aber jetzt habe ich ihnen den Weg aufgemacht. Du hättest halt diesen Punkt versuchen müssen zu kappen, weil da ist ein MG drin, ne? Ja, sehr schön. Das Problem ist halt, dass der Gegner mehr Ressourcen hatten als du. Das dürfte eigentlich niemals passieren. Du musst es eigentlich viel aggressiver spielen. So frontal aus dem G kommst du natürlich nicht, aber du kannst die ganze Map ja jetzt kappen. Mit zwei MGs kommt er ja auch nicht mehr raus. Plus, er ist ja Unterzahl, ne? Das MG hier ist immer AFK. Das macht nämlich im Spiel teil. Also, wenn du so einen Gegner hast, wie der Typ da vorne, dann an den Seiten auf jeden Fall kappen. Und wenn du so einen MG einzeln siehst, dann tust du einfach zwei Rifles mit einer Granate aufstellen. Der eine geht halt hier durch und der andere geht hier durch. Der geht zuerst auf der Stelle hier, damit es im. Nee, andersrum. Der geht zuerst, damit es im G auf der kurzen Seite näher erscheint. Und dann rennt der andere ran und schmeißt die da drauf. Und dann ist das direkt gefuckt. Okay. Weil die kannst du halt einfach ausschalten zu 100%. Bei sowas hier kannst du immer. Ja, du hast ja ein Tonproblem, aber die Pack hier. Ich weiß nicht, ob man es im Video jetzt gehört hat. Die hat geklackt, als sie die abgestellt hat. Hast du es gehört? Nee, ich habe den Spielsound, der Spielsound ist ein bisschen leise. Okay, ärgerlich. Also du hörst auf jeden Fall ein Klacken, wenn das abstellt, dann weißt du, dass er eine Pack hat. Oder du siehst es halt im Fog of War, wenn ich jetzt hier mit der Maus durchgehe, ja, ist alles normal. Und zack, hier ist grüne Deckung, weil Packs grüne Deckung haben. Und dann weißt du, dass deine Pack liegt. Also wenn du das Micro hast, kannst du Okay. halt so scouten gehen. Oder halt einfach lauschen. Weil du gehst jetzt auf den T3, machst wahrscheinlich eine M8, ist auch ganz gut auf einer großen Map. Und da musst du aber auch wissen, wo die Pack ist. Wobei das jetzt kein Rocket Science, die ist wahrscheinlich immer hier. Bei dieser Map. Also da Ja. kannst du links und rechts einfach fahren. Okay. Aber du brauchst auf jeden Fall dann einen Minesweeper, weil normalerweise sollte der Wehrmachtler diese Minenspots hier überall Minen gelegt haben. Das ist schlimm für den M8 dann.
Und du hast die Angewohnheit, die Skirts immer sehr spät auszugeben. Und dann wird er direkt gefuckt von der Mine. Meistens habe ich keine Muni für die Skirts, wenn die direkt rauskommen, weil ich halt versuche, wirklich so viel Minen zu lügen, wie es geht. Auch wenn die dann meistens in Stellen liegen, wo nie eine Seele vorbeikommt. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Kapp-Problem bei dir. Normalerweise müsste da oben dieser Mundpunkt seit Ewigkeiten dir gehören und dann hättest du auch kein Mundproblem. Ah, da kommt ja die Flanke, sehr schön. Genau, und dann eine Granate rein und dann vorbei. Wo man hier überlegen kann, Mund zu sparen, wenn du so viele Rifles auf dem hast. Muss jetzt nur aufpassen, dass nicht alle zwei Granaten sind zu viel. Ja, da Weil habe ich du, mich ne, die schmeißen in dieselbe gestrickt. Stelle, töten denselben Mann. Naja, da habe ich versucht, mit Shortcuts ein bisschen zu arbeiten, aber dann habe ich die halt zweimal geworfen, weil ich beide ausgewählt hatte. Das war ein bisschen ungünstig. Und so von Doktrin, würdest du immer Inf-Doc empfehlen im 1v1 oder Also es gibt kommt es halt auch wirklich irgendwann aufs mal einen Gameplay ein Grund? bisschen an. Also normalerweise ist Intwok beendet halt das Spiel auch relativ. Also das kannst du halt immer benutzen für alles, ne? Und bei der Map ist besonders gut, weil der Gegner muss einfach hier eine Stellung bauen. Ich meine, der hat die hier vorne gebaut, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, das macht gar keinen Sinn, ja? Zumal in der Mitte auch keiner von dir ist. Aber so eine Stellung ist auf der Map immer bei Sturzdorf und eigentlich bei vielen Maps und dann kannst du halt mit der Artillerie gut reinhalten. Okay. Also Infanterie machst du nie was falsch. Bei Airborne Da und kommt Panzer, die das ist sehr spezifisch. Keller-OP ein bisschen zu spät, oder? Die, was kommt zu spät? Der Sherman Artillerie Panzer Calliope Keller-OP, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Achso, ja, der kommt viel zu spät. Und du hast halt im Early Game, kannst da halt keine Minen legen mit den Jungs, ne? Normalerweise ist halt, wenn du die Infanterie-Doktrin nimmst, dann hast du halt die Artillerie jetzt freigeschaltet. Und wenn du dann aggressiv auf den Gegner gehst und der steht irgendwo im MG und so im Weg, lässt du die Artillerie runter, muss er ganz nach Hause, so von der Map runter. Und dann gewinnst du das Midgame mit diesem einen Artillerieschlag. Meinst du die 105 oder die Ne, die Off-Map? Off-Map-Artillerie, die kostet 150 Munden. Ja, aber 150 Mon ist bei mir sehr selten da. Also ich glaube, ich habe die da einmal geworfen, Ja, wie gesagt, aber halt auch dein nur, weil ich Einkommen, dann. ne? Du kannst es halt mit diesem Punkt, den du von Anfang an hättest, hättest du das Einkommen fast verdoppelt, ne? Aber das ist jetzt so ein genereller Punkt. Das ist mir immer aufgefallen auf den Karten, wenn man nicht geschaut hat, wie viel Mon ich hatte. Wenn ich meine Off-Map schmeißen wollte, hatte ich halt immer so 70 Mon oder so, weil ich halt immer Flammenwerfer ausgegeben habe oder Nades geworfen, Minen gelegt, so. Macht es dann einfach mal ein bisschen zu sparen für eine Off-Meter, anstatt Nee, so Keypunkte mit also meine Minen? persönliche Erfahrung ist, dass du zum Beispiel aus einer Granate fast immer mehr rausbekommst. Also denk mal in den Strafing Run, den du beim letzten Replay gezogen hast. Da hast du drei Mann getötet für 150 Munden. Mit einer Granate tötest du in aller Regel für 25 Munden auch drei Mann. Guck mal, der hier, der tötet, wenn du Glück hast, auch zwei Mann. Oder halt in dem Falle Nee. drei, ne? Das hat sich 25 gekostet. Die Off-Map hätte die genauso getötet, wahrscheinlich sogar schlechter getötet. Für aber viel höheren Kostenfaktor. Also eine Granate und eine Mine sind immer vorzuziehen. Und Flammenwerfer, ihr Okay. kommt drauf an, wie du spielst. Wenn der Gegner Minen spammt, ne, oder kann Minen spammen kann, dann machst du einen Minesweeper. Ja, wenn ich mal die Early Game Angriffspunkte weiß von den Karten her, dann werde ich auch, glaube ich, eher Flammenwerfer früher ausgeben. Habe ich bis jetzt gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, also wenn du alle Einheiten immer auf den Gegner einfach packst, dann siehst du den irgendwann, wo sie hinstellt. Und normalerweise scoutest du auch immer erfolgreich was. Jeder Angriff wird halt nur schwierig, wenn du halt den Gegner einfach erstmal machen lässt, ne? Ich glaube, das ist mir da auch zum Verhängnis geworden. Und wenn du halt so viel Manpower hast und dir irgendeine Ressource fehlt, kannst du auch gerne mal ein OP spielen. Also hier zum Beispiel kannst du ja Mund-OP spielen. Ne? Zehner, da unten ist ein Zehner. Oder wenn du mal den 16er kontrollieren würdest. Du hast ihn jetzt nicht Naja. gekappt, weil dein MG ist, vermute ich mal. Da kannst du einfach mit Ja. Pack hochfahren und dann, ne, kannst du auch ein bisschen XP sammeln. Wenn wir im 8 dauert es den ganzen Tag. So, jetzt fehlen dir wieder die Skirts. Ne? Wenn der eine Mine fährt, ist er weg. Wenn die Pack ihn trifft, ist er weg. Wenn der Panzer rauskommt, dann ist er auch halb weg. Also du Ja, brauchst mit aber dem halt 8er nur nicht 20 spielen, wenn du Mon, nicht ne? ausstatten kannst. Genau, Puppa, du hast Ja, 500 okay. Manpower, hättest du einfach einen Mund-OP gespielt. Ja. Und jetzt fährst du halt die Könnten. Minenspots wahrscheinlich gleich ab und dahin, wo die Pack stehen muss, die man übrigens gehört hat und gesehen hat, wenn man Fog of War gescoutet hat. Ach, das würde ich nie machen. Okay. Gut ist auf jeden Fall, dass du beides gleichzeitig machst, so als Vorführungseffekt. Alles klar. So, und davon mal Ja. abgesehen, den M8, wie gesagt, ich würde ihn halt immer in den Flanken einsetzen, weil der Gegner kann sich nicht erlauben, hier eine Pack einfach AFK hinzustellen, ne? Oder da unten oder irgendwo. Und Ja. der kann nur einen Infanteristen bringen und Volks verliert halt den Kampf gegen den M8. Also der M8 gewinnt hier einfach bei der Riesenmap die ganzen Seiten komplett. Teufel, was spielt denn der da? Ja, der will halt Ja, da hochstechen, stehen ne? überall.
Da stehen überall Bunker. Naja. Also guck mal beim Gegner jetzt. Wenn du jetzt siehst, was der für ein Tech macht. Ich meine, du kennst es jetzt schon, aber was könntest du denn jetzt erwarten von dem normalerweise? Also glaubst du, der hat viel Treibstoff benutzt bisher? Nö, denke ich erstmal nicht, ne. Also ich weiß jetzt nicht, was seine Waffen, also was MP benutzt, aber vermutlich Munition, oder? Manpower, Munition, genau. Also Ja. genau genommen hat er halt, er wird jetzt nur ein T2 gezeigt wegen der Pack. Das ist der einzige Treibstoff, den er ausgegeben hat. Und da oben, wenn du geguckt hast, hast du ja den Fuel OP gesehen. Das heißt, du musst eigentlich vermuten, dass jetzt ein Fahrzeug kommt, sehr bald. Da ist es. Der ist übrigens genauso gut wie der M8 hier, weil er eben die Flanken sichern kann. Gut, dass er richtig mitgebrettert. Aber das ist natürlich Wahnsinn hier, ne? Wäre der eine Mine gefahren, hätte einfach nur eine Sticky drauf geworfen, das hätte echt wehtun können. Ja, ich muss mir, glaube ich, ja, öfter angewöhnen, Sticky zu tacken. Das habe ich bis jetzt in keinem Spiel gemacht, außer in dem. Und das auch sehr spät. Ja, du brauchst jetzt eine Antwort auf den Gegner. Was du übrigens hier machen kannst, ich meine es jetzt hier, ne, nicht verkehrt mit dem T3, aber du kannst auch einen WSC spielen und dann einen Mortar, weil die Mortar kannst du zum Beispiel hinter die Hecke stellen, das ist ja unangreifbar, dann kannst du einfach wie eine Artillerie da reinhalten. Oder eben mal die Infanteriedoktrin, also du hast ja gigantisch viele Ressourcen. Wenn du Hier die bist du früher auf ausgibst, dann kosten die Wehrmachtsseite. weniger Punkte zum Freischalten, die Abilities, zumindest eine. Ich Du glaube, du bist wirst irgendwie. auf Wehrmachtsseite von den Ressourcen her. Ach so, geil. Ah ja, so macht das mehr Sinn. Aber so viel besser ist das auch nicht. Ja, das wird sich auch nicht ändern. okay. Wie gesagt, also bei so einer Map, wo du Mikroprobleme hast, dann kannst du auch, wenn du nichts machen kannst, ja, dann mach halt einfach WSC und dann stellst du hier einen Mortar AFK hin. Fertig. Oder einen Sniper AFK ins Haus, ne? Aber Mortar AFK bei der Map ist gar nicht so verkehrt. Okay. Gerade wenn der Gegner Bunker macht, weil der AFK Mortar, der hätte auch hier oben das gemacht. Oder hätte einfach eine Pack gespielt. Und hätte sie halt hier einfach hingestellt, damit er den Bunker auseinandernimmt. Wenn du 1300 Manpower hast, dann spiel halt einfach eine zweite oder dritte Pack und verteil die irgendwie. Weil dir fehlt halt jetzt auch Packs, ne? Ich glaube, die zweite ist, glaube ich, schon am Bau. Ich glaube, ich habe die relativ zeitnah gebaut. Und spiel Irgendwann kommt die in OPs. der nächsten Minute. Also ich richtig, dass ihr keinen einzigen OP gespielt. Das gibt dir, also die OPs würden dir halt erst die Manpower umwandeln in die Ressourcen, die du nicht hast, und sie würden dir Command Points geben, damit du die 105 freischalten kannst. Das wäre halt auch ganz, ganz wichtig. Also hier kannst du auch ein Healing-Zelt, also so ein Aufsammelzelt hinbauen, dann eben, wie gesagt, die OPs überall, nochmal ein paar Minen legen. Das gibt dir halt alles die 105. Du brauchst ja nur noch einen Punkt dafür, ne? Dann kannst du den Gegner die Steinzeit bomben. Hier sowas war hier ist eine sehr dumme Stellung. Wenn du da so eine Off-Map runterwerfen würdest, ne, dann geht halt alles am Arsch. Ah, wird eins, sehr schön. Der steht da im Pin, ne? Da musst du immer rechte Maustaste drücken und dann ausrichten neu. Dann laufen die von da hier rüber. Also einfach gedrückt halten und dann kannst du sagen, wo der hin soll. Okay. Ah, siehst schon, die werden noch nicht mal gepinnt auf Long Range und weil es ja noch als Deckung gilt wahrscheinlich. Ja, sehr schön, die Pack macht das. Supply hat Upgrade, wenn das Spiel länger geht, kann man das gerne spielen, wenn man möchte. Aber bei den Ressourcen hätte sie dies auch umsetzen können, einfach in Schirms. Also der Wehrmachter, der stellt sich zwar nicht optimal auf, aber ich glaube, der spielt das für seinen Skill ganz gut, weil durch die Bunker und durch die OPs benutzt er seine Ressourcen zumindest, ne? Ja. Also ich glaube, ich komme da auch nicht mehr vom vierstelligen Bereich runter, was Manpower angeht. Ich glaube, das wird ab da durchgezogen. Okay. Kinder, ist das so schwer, einen Draht zu ziehen? Was denkst du, was man in der Situation jetzt hätte machen sollen? Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall die OP spielen, dann hätte sie Ressourcen für die 105 freigeschaltet, aufstellen und den Gegner totbomben. Fertig. Oder bevor du Okay. das Supply-Hard-Upgrade gespielt hast, hätte ich auch einfach ein T4 gespielt und mit Schirmse gearbeitet, zur Not. Und gegen Puma kann man schlimmerweise auch Ranger spielen, die treffen die ganz gut. Also hätte die OPs gespielt, hätte sie jetzt die Artillerie. Aber wie gesagt, bei der Map kannst du eigentlich immer einen Mortar spielen, das tut eigentlich nie weh. Aber klar, wenn die Wahl zwischen Mortar und Artillerie ist, machst du die Artillerie natürlich.
Jetzt baut der Junge T4, okay. Jetzt hier ungewöhnlich. Also wenn jemand in T3 geht, dann hat er normalerweise mehr als eine Einheit raus. Er hat jetzt einen Nebel geholt, wie ich es richtig sehe, und einen Puma. Also normalerweise holt er irgendwie zwei Puma und zwei Nebel, bevor er weiter taggt. Das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Tag, den er da macht. Aber auch hier wieder, die 105 countert halt den Nebel zu 100%, ne? Hat der Nebel weniger Reichweite, oder? Der hat, glaube ich, weniger Reichweite. Das Problem ist, ja genau, der Nebel hat weniger Reichweite, der kann den 105 nicht töten und du kannst ihn töten. Plus, der macht halt nur so ein bisschen Brandschaden. Nächste Pack. Da ist das Dingi. Bei sowas halt immer direkt hier, ne? Man sieht es halt, der ist angezeigt, indem er, wenn der Schuss einschlägt, dann wird der angezeigt, wie du es gerade gesehen hast. Aber du siehst ihn schon beim Schießen, weil dann so Nebelschwaden hier hochgehen. Und da musst du dann eben sofort nachsuchen, wenn du den das erste Mal hörst. Genau, hören wieder ist das Keyword. Weil wenn der aufgedeckt wird auf der Map, wenn du dann die Artillerie ausrichtest, dann kann er da rausfahren. Du musst ihn aktiv im Fog of War suchen dann, sobald du das erste Nebelgeräusch hörst. Sonst wird das nichts im Countern. Oh, sehr schön. Gegen Puma würde ich echt Minen legen. Ne? Stell dir vor, du hättest hier das so ein Standard-Minen-Slot hier. Hättest hier eine Mine gelegt, dann hätte er jetzt Motorschaden gehabt, dann wäre es rangegangen mit der Sticky und hättest ihn finished in den SEKFZ. Also, Minen legen ist ganz, ganz wichtig. Du bist ja Infanterie-Doktrin, du kannst sie ja legen. Und Naja, ich habe die, wie gesagt, irgendwo platziert, wo ja keiner reinfährt. Ich habe auch nur 50 Mann oder so. Also Minen versuche ich wirklich immer dran zu denken, dass ich lege, aber ich weiß nicht, wo ich die überall hingelegt habe. Jedenfalls nicht dort, wo Leute reinlaufen, so. Ich meine, die Linie ist schon okay, aber ne, die wäre halt hier oben, ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Aber in dem Fall hätte auch eine Sticky gereicht, weil er neben dich gefahren ist, aus irgendeinem Grund. Ja. Ja, ich hatte da noch keine Stecke, wie gesagt. Hätte ich da mal ein bisschen früher erforscht. Ja, das ist eine schöne Das ist, Sache. glaube Sind ich, die alle hier besser. zusammen, die Einheiten? Dann lässt sich auch einfacher steuern, ist sicherer für alle. Nur hier unten die, dass sie da AFK stehen, das ist nicht so gut. Also die Pack würde ich mit nach oben ziehen. Da muss er nicht alleine stehen. Ja. Panzer 4. Jetzt kannst du natürlich keine 105 mehr spielen, jetzt brauchst du erstmal vielleicht doch etwas, was ein bisschen mehr Umf hat. Beziehungsweise eigentlich kannst du schon, weil du flattest ja, du kannst ja wirklich noch eine zweite und eine dritte, also eine vierte Pack eigentlich bauen. Hast du gerade jetzt die Bar nachgetaggt? Ich glaube schon, ja. Hm. Aber du hast ja jetzt gerade gesehen, der Gegner geht nur Fahrzeuge und dann ist die Bar natürlich nicht die richtige Antwort, ne? Also muss schon auf T4 früher gehen. Und jetzt die 105 halt frei mit 2 Punkten. Ja. Jetzt habe ich auch den geholt. Nochmal, Stickies. noch einen Punkt, ja. So, der Nebel wieder. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das gerade nochmal. Ich glaube, eine Rakete kommt noch raus. Man sieht es jetzt hier. Siehst du diese Rauchwolke? So sieht man das im Fog of War. Da noch ein Schuss. Und dann musst du halt, das musst du halt suchen und dann sofort mit einer Shortkey-Artillerie draufhalten. So, jetzt wird die gleich sichtbar auf der Map, wenn das einschlägt. Dann kommt da so ein rotes Dreieck, aber dann zu spät. Da brauchst du dir rüber, ups, keine Gedanken mehr machen. So, ist sichtbar geworden hier, Dreieck. Nicht sicher, warum er da hinnebelt, aber vielleicht hofft er eine Mine zu treffen, keine Ahnung. Streut die immer so weit? Er hat die Mine getroffen. Das hängt von der Distanz ab. Okay, also nicht wie die 105. Genau, bei der hängt es theoretisch auch von der Distanz ab, der Praxis ist das völlig egal. Okay. Unsere Targets für die 105 sind vermutlich nicht Infanterie-Blobs, oder? Weil die braucht er relativ lang zum Einschlagen, habe ich so das Gefühl. Ja, da musst du schon sehr lange vorhalten und das ist sehr schwierig. Also was man gerne macht ist, aber das ist auch sehr schwierig mit der Map, weil die so groß ist, fast unmöglich. Wenn du weißt, der Gegner zieht sich zurück, weißt ja, dass er an dem Punkt kommt, dann kannst du halt da drauf halten mit der Artillerie. Aber bei der Map ist das eigentlich fast unmöglich. Keine Ahnung, ob das ein Microgenie jetzt wird, aber das ist halt katastrophale Steuern für ihn gleich, ne? Ja, wie gesagt, für sowas ist ein Ranger ganz gut. Wenn der so Bunker spammt, das habe ich noch nie mehr im Leben gesehen, dann nimmst du halt den Ranger, der stellt sich hier gemütlich hin und schießt ihn in Ruhe ab dem Bunker und kriegt dann Wett langsam. Oder hier ein Ranger hier ins Haus, ne? Die schießen halt Zielsuchraketen dann mit ihren Bazookas auf so einen Puma aus irgendeinem Grund. Ist sehr ruhig das Spiel, da passiert nicht so viel. Du hast gleich 2000 Manpower. Ja. Was hast du gemacht zwischendurch? Fernsehen geguckt? Ja, nee, ich wusste halt nicht, was ich da machen soll. Ich meine, ich habe die linke Seite der Karte. Ich wollte da nicht einfach reinlaufen, eben wegen Minen und so alles und Panzer und die Packs nach vorne ziehen war halt so ein bisschen
Ich habe einfach versucht, das zu halten, was ich hatte, und versucht, über Ding zu gewinnen. Okay, den Über Teil verstehe ich, aber du hast doch jetzt die Command 105 Points. freigeschaltet, ne? Ich habe das in den Punkten gesehen. Warum hast du die Ja, nicht genau. dann gebaut? Ja, ich glaube, die habe ich direkt weggebaut. Also der Pio da baut die gleich, deswegen habe ich den zurückgezogen. Achso, okay. Aber Aber ich das habe hatten sehr wir lange schon mal, gebraucht, ne? bis Die ich die Packs nicht entdeckt habe. knubbeln. Okay, die fährt jetzt da rein. In den Friedhof. Ja. Also die Es hat, wenn war du im die hier Endeffekt. hinstellst, die Pack, dann trifft die da hinten immer noch einen Panzer. Ich würde die nicht so nahe stellen. Doch, Weil, über die guck mal den, ich Mauer. weiß nicht, im Schussradius, siehst du den hier? Das ist der Schussradius. Aber ich dachte, die Mauer blockt das safe. Was ist safe? Die Nee, beiden die da. blockt das nicht. Nicht? Guck Okay. mal, so, also von der Reichweite mal kurz gucken, ob ich das anzeigen kann. Hier, so weit schießt die. Und es zeigt auch, je weiter du weg bist, desto größer ist halt der Schusswinkel. Also wenn die hier steht, triffst du halt von da oben bis da ganz unten. Wenn die hier stehen würde, dann würdest du halt nur von da bis da treffen, ne? Also je weiter die weg ist, desto besser trifft die auch witzigerweise. Oder mehr deckt die halt ab zum Treffen. Jetzt habe ich auch die 105 hochgezogen. Ein Traum. So, nochmal zur Erinnerung, die sollte in dem Kreis stehen, damit die auch geheilt wird, wenn was passiert. Also hier hinbauen. Und dann kannst du halt gerne mal einen Sandsack hinterher ziehen, hat die grüne Deckung. Ich glaube, gegen Artillerieschläge gut gewesen. Vergessen, wo man es nochmal macht. Ich glaube, das ist, wenn jemand mit einem SCKFZ reinfährt und zwei Panzerschrecks auspackt. Dann trifft das die, treffen die Panzerschrecks schlechter wegen dem Sandsack. Mutig. Ja, auf jeden Fall die OP-Spiel, ne? Du hast halt unglaublich viele Ressourcen, du hast Bautruppen und du hast halt überall 10er-Punkte. Also jeden 10er kannst du quasi zubauen, wenn du Ressourcen flattest. Das tut nie weh. Nur keine 5er. Okay. Und wenn du den Punkt hier decapst, den hier vorne, dann geht das bis hier oben cut-off, dann verliert er alle Ressourcen, die hier rechts sind, auch die 16er Mun vor allem. Also diesen Punkt hier kannst du ja ohne Probleme kappen. Das Spiel wirkt jetzt irgendwie vom Skill sehr viel geringer als das letzte, was du mir geschickt hast. Ist das davor gewesen? Nee, das ist danach gewesen. Also das war es heute. Aber ich kannte halt die Karte noch nicht. Ich wusste, also das ist halt eine viel größere Map, als ich gewohnt bin. Und das war halt so. Es war schwieriger, ja. Die Karte, so eine unbekannte Karte zu spielen, die halt auch noch von den Größen her anders ist, ist ein bisschen schwer. Ganz simpel, jede Karte, die du nicht kennst, gehst du einfach in die Mitte. Und wenn du irgendwann Zeit und Langeweile hast, schickst du einen an irgendeine Flanke. Also du kannst bei jeder Map Okay. machen. Gehst in jeder Map einfach in die Mitte. Punkt um. Und den Rest tust du nur mit dem Pio kappen gehen. Okay. Der da oben ist auch auf Versuche K ich hier, ne? mal. Ja. Den hatte ich eigentlich da. Ich dachte, das ist ein Haus. Den habe ich da drauf geschickt und ich dachte, der hockt Holla. da drin, weil ich halt den Siegpunkt. Ich habe halt, wie gesagt, ich wollte auf Siegpunkte spielen und wenn er am Pio hochgeht zum Kappen, wollte ich den halt Was fällt dir daran an dem hindern. Bild hier auf? Da liegt die Mine drunter. Genau, aber am geilsten ist, dass der Dude sich auch noch hinter die Deckung seiner Leute stellt, also davor quasi, und dass der Mine irgendwie ein Ding kaputt gegangen ist. Da stimmt aber nichts. Okay, wo geht die Artillerie runter? Die ging da, ich weiß nicht mehr, wo die runterging. Ich Das war glaube aber auf die nur ein Stelle, wo Einschlag. er Hast du die ausgemacht? war. Ich wollte die zuerst ausrichten und dann schießen, weil die dann ja ein bisschen schneller feuert. Und dann habe ich den Schussbefehl anscheinend schon beim ersten Mal gegeben und dann habe ich den direkt abgebrochen, aus Versehen. Ja, das ist aber auch noch einmal vorgekommen, weil es wie gesagt so Die würde, guck mal Steuerungsproblem hier war. von der Reichweite, so weit schießt die, also die hätte, den Nebel hätte die erreicht, bis da oben kommt die. Das heißt, hättest du einen Moment Jo. gewartet, hättest du den Nebel countern können. Die Nebelreichweite Ja, kann ich ich mir, wollte glaube ich, auch nicht nur anzeigen ausrichten. lassen, so. Aber der Punkt ist halt, also der Nebel, der kommt halt maximal bis hier, ja? Und du kommst von da unten bis da oben, also das doppelte Reichweite wie Nebel. Guck mal, der hat eine Baderitterkreuzträger Wett 1. Ach, hat er bestimmt selbst gebaut. Bestimmt. Ich glaube, das kostet 500 Treibstoff oder so. Ja. Die tränken den K98 in Öl und dann schießt das wie eine Bar. Killt die denn Artillerie auch beim ersten Schuss? Moment, ich gucke gerade den Bardu tot. Was macht die Artillerie? Die tötet die Ritterkreuzträger, ja. Ja, okay. Grüezi. Heyo. Hi. Du bist gerade live im Video. Ja. Aber der eine hat echt eine Bar gehabt, ne? Wenn er reingeguckt hat, der hat sein Sturmgewehr gegen eine Bar ausgetauscht. Man hat das wirklich gesehen am Figürchen. Ich habe nur nicht schießen sehen.
So packst du dich nie alleine rumfahren lassen. Ja. Zumal der auch Ritterkreuzträger hat, der geht einfach runter und knallt halt beides weg, inklusive Reifel halt, ne? Und Panzer nicht mit Artillerie beschießen, wenn die einfach wegfahren können. Aber da stand ja auch ein Bunker. Ich dachte mir, wenn ich nicht die Panzer treffe, dann wenigstens den Bunker. Ja, schon nicht ganz verkehrt, stimmt schon. Aber normalerweise, wenn der Gegner einen Nebel hat, ich meine, der benutzt den halt fast nie, von daher ist tatsächlich egal. Aber normale Spieler benutzen den Nebel halt auf Cooldown und von da musste deine Artillerie so lange warten, bis der Cooldown-Schuss kommt. Weil wenn er jetzt gut Ja, wäre, würde er jetzt. bis dann habe ich noch gedacht, dass es dass es kein Nebelwerfer war, sondern dieser Feuersturm. Weil ich glaube, der sieht von der Animation ein bisschen ähnlich aus. Und ich kenne mich da halt noch nicht so aus, dass er richtig Nee, halt, der nee, macht der, also Feuersturm der. mit seiner Fähigkeit. Der Nebel erkennst du daran, dass der länger nachbrennt. Der Feuersturm, der hat einen Aufschlagschaden. Und der Feuersturm, der kommt auch im engeren Kreis. Und die kommen auch gerade von unten, wenn der Nebel so ein bisschen schräg kommt. Plus den Nebel, also ich will ja jetzt sagen, hört man, aber du musst echt einen Ton Ja, anmachen, ich weißt weiß. Das sagen mir schon viele Leute, dass ich ein Kabel kaufen soll, aber ich bin halt dafür zu faul, die 5 Minuten zum Mediamarkt zu gehen. du? Ja, das ist natürlich auch ein Drama. Du Kann mich spielst dafür einfach ohne nicht motivieren. Ton? Ja. Ach du Da haben wir die Scheiße. Aber Erklärung, warum du ihn dafür. letztens besiegt hast. Aber dafür spiele ich echt gut, oder? Nee. Ja, sauber. Ach komm. Also, okay, wenn ich das gewusst hätte, spiele ich halt PE gegen dich. Ach bitte nicht, Verbrannte ey. Erde. Bitte nicht. Der schießt immer auf dieselbe Das Stelle. Ich Trauma glaube, hatte der ich will in schon. deine Minen räumen und hofft auf eine Pack. Ah, zweiter Haubitzer, sehr schön. Das Aber wenn ist die klar. Jetzt habe Halbe. ich auch Hä? seinen Nebelwerfer gesniped. Jetzt kommt die, glaube ich, da runter. Ja, wunderbar, direkt der erste im Erster Treffer. Schuss. Ganz perfekt. Aber Muss aber auch leider schaffe ich, sagen, glaube ich, nicht ganz aber so der aus. Schuss, der kam jetzt, glaube ich, ein bisschen spät, ne? Weil du hast es, glaube ich, gemacht, dass das Dreieck sichtbar wurde, also einen Einschlag am Ja, Boden ja. hattest. Ja, genau. Du musstest auf jeden Fall, wenn du den ersten Schuss hören würdest, kannst du ja nächstes Mal bitten, dass er das ansagt, wenn er schießt. Da musst du den Fock auch vorgucken, wo du halt dieses Bläschen siehst, da diese Rauchwolke in die Luft geht. Da sage ich nur, LOL hilft Minimap Awareness auf jeden Fall aufzubauen, sonst hätte ich das nicht gesehen. Der Gegner müsste jetzt ein bisschen mehr Wett für seine Panzer spielen, wenn er so stapelt. Aber das ist ein Replay gerade, oder? Ja, ja. Naja, das habe ich heute um 15 Uhr oder so gespielt. So Artillerieschläge, das kannst du zwar jetzt machen, weil du machst ja wahrscheinlich auch wieder, ne, wegen dem Dings da, aber normal lohnt sich das für die Panzer nicht. Und von dem G-Bunker kann man es halt, ne? Kriegst du zwar zwei Fliegen mit einer Klappe, aber ich glaube, die Mune hätte ich lieber gespart für andere Dinge. Ist auch nicht so erfahren, dein Feind, hä? Nee. Finde ich aber, ey, zum Glück, weil es sind, glaube ich, nur 5 Leute maximal in der Spielersuche. Und da wäre ich doch schon ganz froh, dass die auf meinem Level spielen. Aha, Ich hätte jetzt keinen Motorschaden. Bock. Ich hätte jetzt keinen Bock, Ranked zu grinden That's gegen fine. Platz 700 Spieler. Also ich würde mir da keine Sorgen machen bei Platz 700. So viel besser als der spielen die auch nicht. Hoffe ich. Wieder Stillstand. Ich meine, 2000 Manpower, da musst du dir doch Gedanken machen. Ja, habe ich auch, aber ich wusste einfach nicht, was ich machen soll, weil du kannst mal gerne meine Basis schauen, da passiert nicht mehr viel. Also da in der Mitte, da passiert glaube ich nicht viel. Was hat denn deine Siehst du, Entscheidung, kein WSC zu machen, aber kein T4? ja genau, guck dir mal die Basis bitte an. Guck dir mal die Basis an. Siehst du noch irgendwo Platz für das T4-Gebäude? Ja. Ach, da hinten ist auch noch Basis. Oh, das habe ich habe nur vors Haus geschaut und übers Haus halt und ich habe da keinen T4-Platz gesehen, deswegen habe ich es einfach nicht bauen können. Also Also meine ich habe Empfehlung an knapp. dich ist, niemals Panzerlide zu spielen. Ja, das stimmt. Ich dachte halt, da kann man halt kein T4 mehr hinbauen. Habe ich verkackt, die zwei Artillerie stehen zu mittig. Und dann habe ich halt, ne, Ja, guck mal, die keine Schirme mehr Ritterkreuzträger verkackt. kannst du mit dem M8 immer so ein bisschen jagen. Die haben zwar so eine Panzerfaust verbesserte, aber das saugt so viel Mund aus denen raus, dass sie es nicht lohnt langfristig. Ja, den habe ich ja dann leider nicht mehr gebaut, weil. Gerade ist ja noch ein, oder? Sind wieder tot? Ja, aber ich hatte, nee, der ist doch bei den Minen draufgegangen. Nee, nicht den Ich habe ersten, mir den du da sonst oben keinen verloren geholt. hast. Du hattest doch eben noch einen hier unten, würde ich meinen. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe keinen zweiten nachgebaut. Ist auch abenteuerlich, ne? Der Ritterkreuzträger hat gerade zwei Packs ausgeschaltet und der steht Ja. trotzdem mit seinen Panzern hinten, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, warum die da so spielen. Aber Wie jetzt verteilt gesagt, er zum erstmal Glück ist das auf Wett. meinem Level. Ah, sehr schön unterdrückt.
Ja, geht doch. Großes Massaker. Und das geht Ja. bei gut weg. Der zweite wird 2 schon. Ja, Und da war es mir halt auch schon wenn du wert. jetzt noch einen Ranger hättest, hättest du die Wahrscheinlichkeit, dass der stirbt, hoffentlich. Und dann könntest du die Bazooka mit dem W2 aufheben, was tatsächlich ein sinnvolles Waffensystem dann ist. Okay, Ranger hat anscheinend doch einen Zweck. Ja. Kannst auch selbst eine Granate drauf schmeißen, nur droppen ihn halt so selten dann. Jetzt Dickies hier drauf, 2 Stück, und dann da auch Motorschaden und ist die Sache gelaufen. Ja, keine Mund. Ich habe einfach keine Mund mehr. Ja, das ist echt. Das ist. Aber du siehst es. Aber. Ja. Wieso wolltest du Ja, kein ich OP weiß. spielen? Warum? Warum Ich nicht? weiß. Ich hab's einfach Ey, nicht dran war da gedacht. gerade eine Mine? Ja, ich habe da wegen den zwei. Da vorne liegt auch noch Warum? eine direkt vom Tor. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass du da eine Mine legst oder dass er da eine Mine Hallo? reinfährt. Das ist ja völlig random. Ja, ich dachte, der holt sich safe irgendwann meine Artillerie. Ja. Ich meine, Hast der du. hat 4 Panzer. Wieso sollte das nicht machen? Ja, schon richtig, aber naja, Oh. normalerweise ist das trotzdem ungewöhnlich, Da wenn er liegt da doch auch durchfährt. eine. Ja, da liegt doch auch Bombst du eine. dich gerade selber? Ja. Oh, schönes Ja. Dicky. OPs hast du keine gebaut? Nein. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich war da zu hart mit dem Micro So, jetzt kannst du beschäftigt. 5 Ranger ziehen, hast du nie wieder Manpower-Probleme, schwöre ich dir. Also im Sinne von, du stapelst sie dann nie wieder. Also was die meisten dann machen würden, die würden jetzt auf die Off-Map, oh schön, auf die Off-Map einfach gehen, also die den Infanterie spammen. Aber das kannst du den Popcap wahrscheinlich dann gleich nicht. Aber zieh doch einfach einen Ja, Ranger, nee. also. Ich hatte noch keinen vierten Punkt. Das brauchte 4 Punkte. Also die Regel ist auf jeden Fall, wenn du 2000 Manpower hast, kannst du keine falsche Einheit bauen, egal wie beschissen der Ranger ist. Okay. Zur Not kappt der halt, in dem Falle einfach wie gesagt hier oben hin und den Bunker auseinandernehmen. Okay, denke ich schon. Aber jetzt in so einem, also ich sag mal, wenn ich jetzt BSC Backtech gemacht hätte, wie du es vorgeschlagen hättest, jetzt vermutlich keine Mörser oder Sniper mehr spielen, Na, oder? jetzt brauchst du gar kein BSC-Backtech mehr, du hast zweimal Artillerie. Ja, nee, aber hätte ich jetzt das damals da gemacht, als du es mir empfohlen hättest. Ja, den Mörser auf jeden Fall, ne? Weil bei der Auch in der Map, Spielsituation nachbauen? Was? Auch in dieser Spielsituation jetzt nachbauen? Na, sagen wir so, also bevor du jetzt nichts machst, hättest du auch einen Mörser bauen können. Weil wie gesagt, wenn der Mörser hier oben stehen würde, dann ist der Gegner gezwungen, dich hier anzugreifen, sonst bombst du halt die ganze Stellung weg oder eroberst die, ne? Und du kannst ja auch Ja, hier stimmt. Nebel legen, damit die ganzen Infanterie einfach reinlaufen danach. Also den Mörser darf er nicht ignorieren in der Mitte. Was machst du da? Willst du die Ketten suchen? Ja, ich wollte noch ein Sticky dran werfen, aber war da keine Muni. Arme Schweine. Da wollte ich einfach hinterherlaufen. Hast du Interesse, gleich noch eins zu machen, Kakandu? Puh, ja, können wir machen, ja. Wenn ich jetzt nicht zu schwer vorbelastet bin mit dem, was da noch passieren wird in dem Spiel. Ich weiß ja, was passiert. Und es ist nicht empfehlenswert. Machst einfach Wie wie das der geht? Wehrmachter, der spielt halt alles falsch im Grunde genommen. Aber der, Gott, sie hat Manpower gehabt und hat sich Manpower geholt. Für Mund, die er nicht hatte. Oh. Okay, aber auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, er macht es eigentlich besser, auch wenn es jetzt scheiße aussah. Der macht zwar nur Scheiße, aber zumindest benutzt er die Ressourcen. Also Scheißressourcenverwendung ist besser als keine Ressourcenverwendung. Eine Ja, ganz simple okay. Grundregel. Ja. Ich habe mich auch gewundert, wieso der so viel Ritterkreuz hat, aber da ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen, dass er genauso viel Manpower hat wie ich. Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, der spielt doch Blitz. Warum ist der denn jetzt rechts runtergegangen, statt sich links den Tiger zu holen? Na, weil er Manpower hatte und wollte sich mehr Manpower holen. Man kann ihn nicht genug stapeln, das sage ich ja auch immer. Also ich meine, der Tiger ist ja literally ein Manpower gegen Benzin-Trade quasi. Aber naja. Ja, ich weiß keine Ahnung, was er da macht. Also, ich hätte das vorne hinten, ich hätte eigentlich gar nichts von all dem gemacht. Ich hätte einfach jetzt Panzer gespammt bei seinen Ressourcen. Was ist denn Blitz so für eine Doktrinrichtung? So Panzer, Infanterie, Also bei Gebäude und. Blitz hast du, es gibt halt 2 Seiten bei Blitz. Auf der einen Seite kriegst du halt Trooper und ach, ich weiß gar nicht mehr, was war das andere. Also der Tiger und der Trooper sind auf derselben Seite und der Stu, nee, der Stu und der Tiger sind auf einer Seite und der Trooper auf der anderen. Genau. So rum, ne? Genau. Und das kennt ja jeder, die Dinger. Aber was du sonst noch hast, dieser Manpower-Blitz, wo du Munition eben in Manpower umwandeln kannst und der dann eben Blitz kriegt, damit die alle ein bisschen schneller fahren können und ihre Infanterie hinterherläuft. Das benutzt eigentlich keiner, aber das machen die Leute für den Spam. Der Trooper war der Unsichtbare, der Bazookas nehmen kann, oder? Als Waffe. Panzerschrecks hat er. Ja, genau. Aber der kann sich stealthen, oder? Genau, Ja. und der kann auch, wenn du Okay. T4 hast, kann er sich ein Sturmgewehr nehmen. Also er kann 2 Waffen Okay. vergeben und auf T3 eine Waffe, das sind nur die Bazooka und auf T3, auf T4 glaube ich, dann eine zweite Waffe und das kann auch ein Sturmgewehr sein. Auch Okay, Doppelsturmgewehr, okay. glaube ich. Ja, da kenne ich mich auch noch null aus. Was die Wehrmacht-Doktrin hat. Die Ich kenne Wehrmacht hat nur Tiger zwei und Pan Königstiger. Ja, genau, die hat zwei Panzerdoktrinen, die Wehrmacht, und eine Death-Doktrin.
Guck mal, hier unten habt ihr jetzt deine beste Einheit, ja, wer zwei Rifle und Ja. so. Da würde ich immer irgendwie einen Billigtrupp für nehmen. Ist ja nicht so, gut, das ist ein MP-Problem, aber ein PopCap, aber wenn es geht, Preis wieder Einheit das machen lassen. Was ist hier eigentlich Wie ist das los? nochmal Bedrohst du denn? die Artillerie, falls sie nicht trifft, oder was wird das hier? Ja, dann sind die motivierter. Ja, bestimmt. Ist ja auch immer ein der zwei, ne? Ja. Also, so falsch ist das nicht. Ist das Guck mal, schon noch die daran erkennst beste du den Einheit? Nebel, ne? Dass es brennt auf dem Boden, da wo du dich gerade reinsetzt. Ja, okay. Bei Ja, einem Feuersturm brennt das nicht so alles lange. gut. Ist das schon meine beste Einheit der T2? Da ist doch ein T3. W3, genau, ja. Ja, Das ist halt super, der macht jetzt alles halt klar. mehr Schaden, ne? Also der kann jetzt mit denen locker mithalten. Und alles, was du ihm gibst, der profitiert halt auch davon. Also wenn der jetzt so die Bazooka hätte, ne? Hätte halt einen Ranger gebraucht, den hat irgendwann verloren, das passiert immer. Er könnte es in die Leben gehen, er Ja. kann dann Panzer schreddern. Also W3 ist Killer, ist besser als alles andere, was es auf der Map gibt. Das ist die beste Einheit im Spiel. Und Okay. W2 wirft halt nur den Sticky weiter. Macht, glaube ich, noch irgendwas anderes, aber hauptsächlich Sticky werfen. Was macht Keine eigentlich Ahnung. mit 1? Ich glaube Regeneration und ein bisschen weniger Feuer Receiving oder sowas. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Okay. Kopf. Macht den halt ein bisschen beefier, hauptsächlich. So, der Gegner hat jetzt Map Victory Points Druck, ne? Deswegen geht er jetzt hier wie wild überall rein. Du musst halt jetzt auch auf Victory Points eigentlich spielen, ne? Er hat ja schon seit ewig keine Panzerarmee, das musst du halt nach Hause holen. Jetzt kappt er die ganze Welt, sehr schön. Ja, da geht halt nur noch Letterkreuz. Genau, aber die Pios sind in der Mitte, die kappen. Ja, die vertreibt er jetzt auch. Immer näher Ich bin rangehen, halt nie immer so ein stehen bisschen bleiben, immer hinterher. rangehen. Du müsstest halt jetzt diesen Punkt kappen, ne, wegen den Siegpunkten, das ist halt wichtiger als alles. 3000 Manpower. Du hast dich echt nicht gewundert, was man mit 3000 Manpower und 340 Treibstoff machen könnte. Wie gesagt, ich dachte, man kann kein T4 meiner Basis mehr bauen. Also selbst wenn du das, Ich aber dachte. wenn das so ist, dann reiß einfach irgendwie Scheiß ab. Für die Ressourcen kannst du das Ding fünfmal neu bauen, ja? Dann reiß einfach den Dreck Ja. ab. Frag den Wehrmacht, ob Ich er die hab. Basis kommt, das Problem löst mit der Artillerie, ja? Mach irgendwas, aber das geht so nicht. Da habe ich nicht dran gedacht zum Abreißen. Das habe ich mir danach. Da habe ich mir danach, ich habe das Replay nochmal angeschaut und da habe ich mir schon gedacht, dass ich es einfach abreißen hätte können, aber Was du auch ist machen mir einfach kannst, nicht ist, du eingefallen. kannst so einen Typen in die Kirche setzen, ein Headquarter ausbilden, das kostet, glaube ich, 140 Manpower oder so, und dann spammst du hier die Einheiten, dann müssen die nicht von da ganz hinten kommen und kannst auch hier Ja, aber reinforcen. ob er die 140 Manpower dafür ausgeben will, weiß ich nicht. Ich finde es auch gut, dass er Ja, nee, ich Spaß meine, haben ist. ich hab noch keinen einzigen Rifle in diesem Spiel verloren. Ich dachte, ich verliere die niemals. Ich brauche keine neuen. Die sind Hier. W2 und W3. Wenn die sterben, haben die neuen sowieso keinen Sinn. Und du müsstest halt gucken, dass du simultan caps. Ich meine, hier hinten ist jetzt ein MG, glaube ich. Das ist ein Headquarter. Wie geil ist das denn? Aber du müsstest halt wieder in jede Richtung versuchen, gleichzeitig zu kappen. Was sind denn, ist denn diese Obsession mit den MGs, die einfach da zum Beschützen hinzustellen? Da fährt halt eine M8 hin, dann ist das Ding leer. Ja, aber macht er ja nicht. Und Wo ist die der dritte AT kann da Mann? auch drauf fliegen. Glaubst du, der ist unten? Der hat ja mal drei drin. Wo ist der dritte? Ich sehe den nicht. Ah, doch, da sind oben drei drinne, oder? Nee, da sind nur zwei. Ah, der macht unten wahrscheinlich gerade Speck und Bohnen. Der muss unten sein. Aber warum würde er? Ist doch kein Fenster. Sieht doch nicht mal hübsch aus. Überall Fähnchen. Ja, so ein Holzzaun ist schon unüberwindbar. Also was du jetzt machen kannst, du hast jetzt diese Off-Map freigeschaltet, ne? Damit das funktioniert, brauchst du Pop-Cap, musst also Sektoren cappen, was generell immer eine gute Idee ist. Und dann kannst du einfach alles spammen, ne? Also zuspammen mit Armeen. Also mit den Ressourcen Ja. kannst du unendlich oft neue Truppen ziehen. Ja, du hast es auch mal in einem alten Video gesagt, das habe ich mir auch letztens erst angeschaut. Late Game gewinnen, im Sektor kappen und nicht Panzer zerstören. Was man da auch sehen kann, glaube ich. Genau, Dass also es genau einfach davon mal ist. kurz die Hände spucken und dann nur noch kappen gehen. Ja, wie ein Weltmeister klicken, überall und alles. Und wenn die sterben, direkt hier draufklicken und neu holen. Also bei deinen Ja. Ressourcen würde ich das für so knallhart so spielen. Aber kommt da noch irgendwas, was jetzt irgendwie wichtig wäre? Weil ich glaube, du hast die Fehler jetzt gesehen, ne? Ressourcen musst du anders nutzen. Und du hast, glaube ich, jetzt Ideen Ja. gesammelt, wie, ne?
Ja, nee, also so wichtig ist, passiert da nicht mehr aus. Ihr wollt noch sehen, wie ich alle meine drei Rifles verliere. Ich glaube, da habe ich drei Stück oder so, ganz am Da Ende. kriege ich nur Albträume vor, das muss nicht sein. Ja, genau. Okay, Wie weil dann, gesagt. ja, dann würde ich sagen, beenden wir das hier einfach. Ne? Du hast ja jetzt gesehen, was der Fehler war, wie es ändern kannst. Naja. Das ist ja, Das glaube ich, was wir wollten. Einzige war noch, dass der mir mit einer Ritterkreuzarmee, ich glaube, das waren so sechs Squads oder so, einfach die Mitte runtergelaufen ist. Ja, der schöne Blob. Und dann stellst du einen Schirm davor, dann werden die alle gefuckt von dem. Jo, Aber und die Artillerie hat auch nicht. Leider. für einen Sherman hätte er ja Platz in der Basis gebraucht. Ja, das stimmt. Ist da ein Altar noch? Nee. Guck mal, die haben alles. Die haben die Bänke und schön da drin, aber ein Altar fehlt. Oder hast du den rausgebombt? Gut möglich. Ich glaube, bei der Kirche hat ein Fenster nicht funktioniert. Ich vergesse immer, welches das ist. Aber eines der Fenster funktionierte, glaube ich, nicht. Ich glaube, das da Wahrscheinlich vorne klappt nicht. das am Altar vielleicht, also am fehlenden Altar. Na, weil hier kannst du ja die Jungs überall hinstellen, aber da hinten, dieser vordere Teil hier, ich glaube, der ist nicht zugänglich. Dann ist das dieses Fenster und das Fenster da. Ja, aber könnte es nicht Vermute ich. das Fenster an der Stirnseite sein, wo das einfach zu hoch ist? Weißt du, welches ich meine? Also im Turm geht auf jeden Fall. Ich weiß, Nee, was du meinst, aber nee, nee, guck nee, das gerade. ist auf der anderen Stirnseite. Das da? Nein, auf der anderen Seite, hinten raus quasi. Ach, das da? Ja, das geht wahrscheinlich auch nicht, weil das zu hoch ist. Maus. Ist das Ah, nicht nee. genauso hoch wie die? Ach, stimmt, ist ein Ja. bisschen höher, ne? Ja. Kannst gerade so oben dein MG reinhängen. Müsste ich hier irgendwann nochmal testen. Aber man kann ja Granaten rausschmeißen. Ja. Also, irgendwelche Fenster klappten nicht. Aber ich glaube, es war auf der Seite. Ja, ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Das müsste man eigentlich lernen bei der Map. Das wäre wichtig, weil es ein toter Winkel, wo man halt einen MG angreifen kann. Die historische Dokumentation der COH-Architektur. Es ist aber nur bei der Kirche. Alle anderen Gebäude klappen, glaube ich, einwandfrei. Naja. Kakandu.